Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rising World. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, heute wollen wir ein bisschen mit Bilder arbeiten und zwar die Küche und das Wohnzimmer so ein bisschen hübsch machen, Lautsprecher. Ich finde das so gerade so leise. Kann ich irgendein Geräusch machen, damit wir mal was hören? Okay, Ton ist noch da. Ich habe schon gedacht, der wäre weg. Gut, das Schlafzimmer, das könnte auch noch ein bisschen ausgearbeitet werden, aber ich bleibe erstmal im Erdgeschoss. Wie gesagt, ich möchte heute ein Bild machen, hier soll ein Herd hin. Und eine Herdplatte, ein Wohnzimmer kriegt einen fetten Fernseher, das ist so der Plan, und ein paar Lautsprecher und natürlich noch einen Wohnzimmertisch, damit wir hier ein bisschen weiterkommen. Ne? Türen wären vielleicht auch eine Option oder wir lassen die weg und machen da so Rundungen rein. Ich weiß noch nicht, das müssen wir uns später entscheiden. Gut, wollen wir loslegen, denn jetzt müssen wir Papier produzieren und ich habe schon wieder vergessen, ehrlich gesagt, was wir für Papier brauchen, weil wir schon so lange nicht mehr gemacht haben. Gut, die Tasche ist nicht leer, nein, die ist wieder mal richtig voll. Wir können mal ganz kurz das ganze Zeugs hier rausnehmen. So. Zack, 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 zack. Heute produziere ich in meinem Voraus 2 Tage, weil, wie gesagt, arbeiten, sodass das alles auch ein bisschen klappt und nicht immer diese doofen Ausfälle kommen. Ich hoffe, das klappt alles so. Deswegen leider keine Grüße, aber fühlt euch alle grüßt. Jetzt habe ich aber Aluminium ohne Ende, ne? So, Stein, zap, zap. Oh, ich habe was vergessen. Nicht vergessen. Boah, geil, guckt euch mal an, wie das Hühnchen aussieht, ey. Boah, ist das lecker, ey. Ist das lecker, das tun wir aber in der Küche lagern, denn wir haben absolut keinen Hunger momentan. Da fällt mir gerade ein, dass man da wirklich einen Kühlschrank brauchen könnte, ne? Das wäre ganz cool. Wir könnten eigentlich im Voraus produzieren, ne? Ordentlich sogar. Gut, hier in den Küchenschrank tut man natürlich keinen, also einen Kühlschrank müssen wir uns bauen und der wäre hier perfekt. Einen Kühlschrank gibt es aber gar nicht im Spiel, ne? Das wäre natürlich noch mega. Da müssen wir leider Klötze hinsetzen und eine PNG-Datei. So, Papier. Papier gar nicht so lange rumschlafen. Wir wollen Papier bauen. Und dafür brauchten wir Fasern, ne? Wir mussten irgendwas da reinwerfen. Ich glaube, das war falsch. Was war das überhaupt? Was habe ich denn hier? Wolle oder ist das Baumwolle? Das ist normale Wolle. Baumwolle war auch falsch. Also wie gesagt, irgendwie bin ich da immer sehr vergesslich, was betrifft, was wir da reinmachen müssen, um das dann zu zermalmen. Und zu Papier zu verarbeiten. Wir brauchen nämlich einiges an Papier. Ich habe, glaube ich, aber noch ein bisschen da ein. Okay, einen drauf geschissen. So, ja, Papierproduktion. Tim ist wieder am Überlegen. Also das war ja gar nicht so schwer. Hier, Stoff, glaube ich, war das, ne? Was wir da reinfetzen mussten. Das sollte aber lang. Genau, mein Erinnerungsvermögen ist wieder vorhanden. Dann zermalmen wir das Papier mal. Machen wir mal Papier. Wir zermalmen Stoff. Bam. Da, 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 da. Kann man da keine Tiere für einstellen? Hört euch das Geräusch an. Wie Fasern produziert werden. Irre. Muss dann da stehen bleiben. So. Das sind die Hadern. Okay, Hadern heißt das Ganze nochmal. Teuer produziert haben. Also das ist, ich glaube, der aufwendigste Schritt hier im Spiel. Aber ich finde das richtig cool, dass das so funktioniert. So, dann brauche ich einen Eimer mit Wasser. Ich versuche mich so hektisch zu bewegen. Ich bin, weiß nicht warum, ein bisschen nervös heute. Boah, Wasser haben wir noch. Boah, das muss alles mal umgebaut werden. Wir kommen ja nirgendwo dran. Und pressen Papier. Eine Sekunde Einwegzeit. So, Papier für Poster ist da. Wir brauchen noch ein bisschen. Ich mach mal sicherheitshalber ein bisschen mehr. Das haben wir ja die Hadern. Was soll ich sonst daraus machen? Das war falsch. Wo sind meine Hadern hin? Ich hatte doch 8, wenn mich nicht alles täuscht. Da. Erkennt man so schwer. Eimer. Man verbraucht gar kein Wasser irgendwie komisch. So, gut. Nächste Presse. Matsch. Und wieder auf. Ich finde, das sollte auch ein paar Sekunden dauern, aber das ist instant fertig. So, und jetzt kommt die Poster-Production. Ah, Musik, herrlich. Ich mag die Musik im Rising World sehr. Poster. Ich mache mal sicherheitshalber 8, weil ich verdrück mich da so oft mit. Und, na, ihr seht da das Problem.
Wir haben ja zwar Kisten. Ah, nee, das Tierfell will ich nicht bei den Tieren hinpacken. Das ist irgendwie gemein. Kartoffeln. Kann man die backen oder sowas? Nee, ich glaube nicht, ne? Wie gesagt, Rezepte oder so, das wäre noch richtig toll hier. Ja, ich versuche mal einfach. Ich habe es ja noch nie ausprobiert. Das erinnert die Musik so ein bisschen an Lost. Da könnten wir auch noch was machen. Ne, da geht leider nicht. Die kannst du nur hier reinkloppen. Du hast eine Kartoffel gegessen. Zap, 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 zap. Boah, schöne Kartoffeln, ne? Richtig große Kartoffeln. Gut, Poster sind am Schlüssel. Ich gehe mal, ich hasse das Wort Schlüssel. Ich weiß nicht, warum ich manchmal Wörter sage, die ich gar nicht sagen will. Probiere jetzt erstmal den Ofen zu bauen und dafür brauche ich jetzt ein Poster. Ich habe ein bisschen vorbereitet. Bild hochladen, Desktop. Was im World LP Bilder? Da, Kochplatte. Backofen. So sieht der Ganze aus. Bild auswählen. Verwenden. Das wäre ein bisschen winzig. Oh, oh, geil! Das hat sogar irgendwie so einen halben 3D-Effekt, ne? Oh, ist das schön. Und wir haben 13 Uhr. Das stimmt überhaupt nicht. Voll die Lühe! Ja, ich muss ja noch einstellen. Genau, so wollte ich das haben. Muss ich die linke Maustaste drücken? Neues Bild hochladen. Kochplatten. Verwenden. Ich glaube, das Bosch steht da drauf. So. Ist das nicht schön geworden? Ich glaube, die ist nicht breit genug, ne? Zerstören. Mit einer Sense. Ich hasse dich, Bild. Ich hasse dich. Wow. Ich glaube, ich mache was anderes kaputt. Axt geht, glaube ich, am besten dafür. Ich glaube, ich zerklopp den ganzen Ofen. Kann das sein? Können wir mit leben. Ne? Ist ja gleichzeitig ein bisschen nicht ganz so breit, aber das kann ja werkstechnisch so sein. So, wir haben einen Ofen. Das Ganze gefällt mir optisch tatsächlich sehr, sehr gut. Oh, einen Kühlschrank habe ich vergessen. Hier habe ich ja noch Essen drin. Wie gesagt, das wollte ich natürlich in einen Kühlschrank lagern. Hier soll ein Fernseher an der Wand hängen und dafür wollte ich erst einen Bilderrahmen haben. Ja, einen Bilderrahmen will er haben. Weil das Ganze dann ein bisschen plastischer aussieht, glaube ich. Ob ein Bilderrahmen sei schon, ein Fensterrahmen dafür jetzt geeignet ist, kann ich nicht sagen. Schade, dass es kein Schwarz gibt. Da müssen wir einfach mal gucken. Das sieht dann ein bisschen schöner aus einfach. Aber es sind alles furchtbare Rahmen, ne? Ich mache einfach mal einen. Jetzt nur so testweise. Zweimal? Ich wollte nur einen haben. Dass wir das so ein bisschen anpassen können. Natürlich muss ich wieder drehen. Zack, zack, zack. Und natürlich will ich das mittig haben, ne? Das sieht sehr mittig aus. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, da passt. So, das wäre erst der Bilderrahmen. Geh mal wegmachen. Ich mache einen Poster. Nein, Backofen will ich nicht an der Wand spielen. TV. Dafür habe ich das hier ausgewählt. Ach, das ist ja dumm. Das hat ja den PNG-Bild mit dabei. Na, ja, das ist natürlich falsch. Das sollte ja durchsichtig sein. Wenn, dann wollte ich ihn da drauf packen. Na, sollte eigentlich gar kein... Ne, das kann ich ja nicht nutzen. Schade. Weil es sollte eigentlich gar nichts in der Mitte zu sehen sein. Weil wie man sieht, ist es dieses PNG-Datei, dieses schwarz-weißen, schwer zu erkennenden Vierecke. Was hatte ich denn noch? Kochplatten. Ja, ich hatte schon Boxen vorbereitet. TV habe ich gerade ausprobiert, ne? The Hunter Call of the Wild. Hier. Rising World. Aber das hat hier nichts zu suchen, leider. Obwohl das Spiel ist. Wie cool das funktioniert, ey. Ich finde das so irre gut. Ich finde das so irre gut gemacht und das macht einfach Laune, so zu arbeiten. Ich lasse das mal so erstmal, das machen wir wieder weg irgendwann. Das gehört natürlich in die Galerie, aber das passt gerade einfach so schön. Gut, der Fernseher, der wird nichts und das sieht schon mal kacke aus. Ich brauche einen Lautsprecher. Ich brauche, glaube ich, warte, habe ich noch Holzlatten? Ich habe so wenig Holz, ne?
Was bist du denn gewesen? Ein Holzstamm. Ein Holzstamm für einen Lautsprecher ist blöd. Wir könnten einen ganz normalen Block nehmen, ne? Das wäre eine Sache. Ich bin gerade überlegen. Weil der soll ja jetzt nicht so scheiße aussehen, so, aber ich glaube, ich brauche, nehme doch lieber Holz. Und wir werfen die Axt mal weg. Weil jetzt haben wir eine viel bessere. Auf Wiedersehen, Axt, du warst mir ein treuer Gefährte. Das geht fast schneller als die Kettensäge, meines Erachtens nach. So. Ja, es geht auf jeden Fall schneller als die Kettensäge. Komisch, ne? Haben wir wieder Birkensetzlinge? Nee, ne? Hat tatsächlich keine verloren. Zwei Bäume gekillt, zwei neue sind da. So. Und es ist ganz schön schlechtes Wetter hier. In echt nicht. In echt habe ich schon wieder 28,9 Grad in meinem verkackten Zimmer. So. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich habe es vergessen. Holz. Crafting. Holz. Crafting. Allgemein, ne Quatsch, das muss ich ja daran machen. Ich brauche mindestens zwei Balken, nicht Planken. Hätte ich aber auch so brauchen können. Ich glaube, so viel hatten wir noch. Das sind die beiden Planken. Experimentiere ich jetzt erstmal. Also nicht wundern, falls das jetzt vom Vorderrhein nichts wird. Ich weiß nicht, wie groß ich den Lautsprecher haben will. So. Machen wir erstmal einen Lautsprecher. So. Schön. Oh, ich freue mich. Das macht so viel Spaß. Box für TV verwenden. Ach du Scheiße. Ja, der ist noch die Größe von gerade eingestellt für den Fernseher. Dann stellst du den einfach hier so in der Ecke. Im Endeffekt fehlt das ja. Du gehst ja nicht hin und guckst dahinter. Das passt mir ganz gut im Kram. Ich hoffe, das passt. Jetzt muss ich wieder ein Brett machen gehen. Das hat er ja gespeichert. Ich glaube, die Boxen sind nicht original groß. Okay, dann fehlt jetzt nur noch ein wunderschönes TV-Gerät, was wir uns da hinpacken mit einem Bild. Ich weiß so gar nicht, was ich da reinmachen will. Sieht doch gut aus, oder? Also ich bin ganz zufrieden. Außer, dass wir natürlich dahinter gucken können und das einfach nur ein Brett ist im echt. Rising World. Und dann können wir hier auf der Couch relaxen. Wir schweben ein bisschen sehr hoch immer und schauen uns einen wunderschönen Film an. Der Fernseher wäre viel zu klein, merke ich gerade. Davon muss der Füllerrahmen sterben. So, schönes TV-Programm. So, gut. Küche, Herd gefällt mir gut. Das hat den ganz schönen Kick verabreicht, nenne ich es mal. Ich werde mit zwei weiße Blöcke machen schnell. Als Kühlschrank. Erstmal zur Zierde. Da kommt natürlich eine Kühlschrankwand dran als Bild. Wir dürfen unendlich viele Bilder benutzen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich darf die nur nie löschen, sonst sind sie weg. Ich glaube, ich habe nicht genug Stein. Nein! Ich wollte doch Reserven schaffen. Mann. Dieser blöde Bacon. Kein Wunder, dass ich mit dem anderen. Der hält ja nichts aus. So, Steine. Auch nur zwei, nehme ich auch die zwei, ne? Warum soll ich mehr nehmen? Und mach mir weiße, ach du Jemine, weiße Steinfliesen, Beton, Asphalt, Stahlputz. Einfach nur knalle weißer Putz. Ich hoffe, das passt. Es ist halt sehr, sehr viereckig dadurch, ne? Aber es ist ja egal. Was lassen wir? Oh, scheiße. Das wird aber ein kleiner Kühlschrank. Hä? Irgendwie gefällt mir das nicht, muss ich gerade mal sagen. Mein gutes Werkzeug. Die Blöcke kommen mir so winzig vor, ehrlich gesagt. Aber könnte man rein technisch... Nein, da kannst du nicht so gut arbeiten mit nur Bildern. Na, wenn ich jetzt da noch ein Nebenklopp, dann wächst das da rein. Das ist... Von der Größe her nicht gut. Und das wäre mir noch ein viel zu kleiner Kühlschrank. Der muss auf jeden Fall höher. Da müssen wir improvisieren, glaube ich. Was den Kühlschrank betrifft. Okidoki. So, was haben wir denn jetzt geschafft? Es wird schon wieder dunkel. Kann es schon wieder dunkel werden? Ernsthaft? Also, hier die Tage vergehen. Unglaublich.
Und hier draußen Gärtchen noch machen und so weiter und so fort. Das ist auch noch wichtig, damit das alles hier noch ein bisschen passt. Und wenn das Haus dann fertig ist, so halbwegs, beginnen wir das nächste Projekt. Ich weiß auch gar nicht genau, was wir machen wollen, aber wir werden es beginnen. Als eine der wichtigsten Sachen würde ich gerade tatsächlich sogar Kleidung in Betracht ziehen, weil wir immer noch als Lump rumlaufen. Und ich würde sagen, dass wir uns was Schönes anziehen. Das kostet halt sehr viel Stoff, ne? Scheiße. Eine Anzugsjacke. Militärjacke. Winterjacke. Nein. Das hat keinen Vorrang. Wir frieren ja nicht in dem Sinne. Und ja, gucken wir mal. Wir parken mal die Dinger um hier. Ich würde am liebsten auf Tour gehen und Hütten suchen, damit wir ein paar Sachen finden können. Das ist ein Salat, ne? Zuckerrübenkeimlinge, okay. So eine Sachen, die möchte ich gerne erstmal hier lagern. Es ist erst so eine Art Bauernhof, der noch gar keiner ist. Unsere ganzen Setzlinge, die können wir gleich essen. Palme. Und ja, wenn wir jetzt cool sind, dann bauen wir uns einen Sattel für ein Kamel und holen uns ein Kamel. Was haltet ihr davon, dass wir uns ein Kamel holen? Ich habe Bock auf ein Kamel. Dafür brauchen wir sehr viel Leder. Ich könnte Munition herstellen, aber ich habe auch ein Katana. Sag mal, wie sieht denn so eine Rübe aus? Lecker Rübe. Ach, ich muss auch was essen. Ich muss schon wieder was essen, das gibt's doch nicht. Okay, unterwegs finden wir bestimmt einen Apfel. Wie gesagt, ich brauche erstmal viel Leder. Dafür müssen wir ein paar Kühe töten. Katana raus. Da ist eine Kuh. Ich lege mal eine Ziege. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Ziegen gaben gar nichts. Die wehren sich aber. Nicht. Doch, gibt Ziegenleder. Nein. Oh. Tut mir leid. Ja, die können wir... Na, ich darf die Tasche mir nicht so vollstopfen mit dem Mist. Kühe geben, glaube ich, am meisten Leder einfach. Das ist am praktischsten. Na, wir brauchen ja auch noch Stoff. Braunes Leder. Oh, hier sind aber viele Kühe. Zap, zap, zap. Oh nein. Zap, zap. Killermusik. Kann leider nicht alle Kotlets mitnehmen. Das ist zu viel. Es tut mir so leid, Kuh. Also ich hole mir jetzt ein Kamel. Ich habe Bock auf ein Kamel. Die Zeit, die nehmen wir uns. Eine Kuh noch. Muku. Aber verstehen die arme Kuh. Du musst doch wegrennen. So, Leder ist am Start. Auf nach Hause. Ich muss aber zur Wüste laufen. Das ist ein Riesenweg. Weil ich kann ja keine Kuh holen. Ach, guck mal hier. Ach, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Komm, weg damit. Ich glaube, ich muss was trinken. Mehr nicht. Das kriege ich doch hin. So, gesippelt. Okay, auf nach Hause. Boah, sieht schon ganz gut aus, ne? Ist schon was passiert. Und wir haben, glaube ich, jetzt immer 20 Folgen knapp. Also produzieren wir jetzt erstmal Leder. Brauchen wir dafür einen Slot, ne? Mal wieder schwarz werden lassen, wie immer. Wird mal Zeit, dass wir auf der hohen Kante produzieren, tatsächlich. Weg mit dir. Zack, 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 Ziege. Ziege! Und uns einen wunderschönen Kamelsattel machen. Okay, Production. Ein Kamin im Haus wäre auch noch sicher. Das Feuer wäre auch noch eine schöne Idee. Ja, man könnte jetzt auch einen Esel nehmen erst, aber ich glaube, wir werden erst einen Kamel finden. So, und das dahin quälen erstmal, ne? Die ganze Strecke latschen, oh Gott. Dabei kann man eigentlich fliegen und ich tue es nicht, weil das einfach total an Survival-Elementen kaputt machen würde.
kriegen wir denn immer? 3, das ist gar nicht so wenig. So sieht eine Ziege außerdem aus. Gehäutet. Die müsste dann da so ohne Haut liegen. Gut, wir sind schon 20 Minuten dran. Was, man, die Zeit, die rast so bei dem Spiel. Das gibt's überhaupt nicht. Wenn ihr die Folge guckt, bin ich gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Okay, jetzt haben wir 14. Ich hatte aber noch ein bisschen da. Nein. Und 16 braucht man ja, ne? Ach, guck mal, da war noch eine ganze Kuhhaut. Das geht auf keiner Kuhhaut. Das vergisst. So. Der Lump. Das müssen wir eigentlich genug haben. Ach, das war ein ganzer Bär. Stimmt ja. Ganz vergessen. Zack. 4-mal Leder aus einem Bär. Irre. Gut, dann brauchen wir jetzt Stoff wahrscheinlich. Reittiere. Sattel, Esel, Sattel, Kamel. 16-mal Stoff. Mann. Das ist so viel. Du kriegst ja immer nur eine. Eine Garnrolle. Naja, was soll's. Die Zeit, die nehmen wir uns jetzt. Die möchte ich mir auch gerne nehmen. Dann haben wir es geschafft. Zack, zack, zack. Er verbraucht immer 2, ne? Dann würden wir 32 Garnrollen aus einer bekommen. So viele brauche ich aber nicht. Aus einer Ladung. Geht das irgendwie schneller? Nee, ne? Das dauert genauso lange. Ach, Kamel. Du wirst dich hier wohlfühlen. Ich weiß es jetzt schon. Wir müssen den Tier noch Namen geben. So Namensplaketten oder darüber. Ab in die Kommentare mit coolen Pferdenamen und Kamelnamen und Eselnamen. Und wenn es euch gefällt, bam, lasst ein Abo da. Falls es nicht geschehen ist schon. Zap. Zap. Oh, das ist nicht das Spannendste, ich weiß, aber das gehört einfach dazu. Man kann sich auch alles verschieben, aber das wäre natürlich völliger Blödsinn. Ich glaube, bei 32 können wir aufhören, dann haben wir 16 Stück. Wenn mich nicht alles täuscht. Dann mache ich die noch. Müssen wir 17 haben, oder? Haben wir dann 16 Stück. 17, genau. Siehst du? Oh, super gerechnet, Tim. Ey, du bist ja ein Ass. Gut, Stoff, Rohstoffe, Stoff. Machen wir trotzdem alle. Kamelsattel will jetzt noch. Ich glaube, das war 4 eisenlächerliche Stäbe. Habe ich noch eine eiserne Tasche? Natürlich habe ich keine eiserne Tasche. Habe ich noch Eisenstäbe? 2. Dann nehme ich aber trotzdem lieber einen Eisenbarren. Dann habe ich genau 4. So. Und kann mich dann auf den Weg machen. Mit meinem Sattel. Sieht auf jeden Fall lustig aus. So, ich habe einen Kamelsattel dabei. Ich werde mir aber sicherheitshalber was zu trinken mitnehmen. Man weiß ja nie, wie lange man da unterwegs ist. Außerdem ist die Wüste warm. Und dann haben wir ein weiteres Reittier, was ja eigentlich gar nicht notwendig ist, aber ich will sie halt alle haben. So, erstmal trinken. Und nochmal voll machen. So, Essen geht noch. Unterwegs kann man einen Applecan sich schnappen. Nimm auch sicherheitshalber mal das Katana in der Hand. Und wir haben die Tasche voll mit Scheiße. Wie gesagt, ich möchte gerne Logistik machen. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich muss. Lad mal da, die Map. Oh, das dauert aber. Oh, das ist weit. Und da war auch nicht die Wüste. Da wird's wüstig. Hier. Oh, das ist aber ein Eckchen. Das ist aber ein Eckchen. Naja, so weit ist es auch nicht. Okay, auf, marsch, marsch. Ich könnte ja ein Pferd nehmen, aber das wird dann da stehen bleiben. Wir müssen ja so reiten. Also nicht wundern, dass ich hier latsch. Ich glaube auf richtig, ne? Ja. Eieiei. Aber wir kommen schnell zurück mit einem. Mit einem Pony, wollte ich gerade sagen. Cool, wenn wir Hand finden würden, weil ich will unbedingt noch eine Grasplantage, so eine ganz geheime hinten hinterm Haus machen.
Auch wenn ich da auf den Zeugs sind echt nicht stehe, finde ich es halt eine lustige Sache hier im Spiel. Hallo Loch. Tomato. Auch sowas futsch. Trinken haben wir dabei, essen nicht, macht nichts. Wie gesagt, Äpfel wachsen überall. Melone zum Beispiel. Haben die Entwickler auch sehr geil gemacht von JTW Games. Melone dann so in Teilen und dann richtig schön hat man auch Bock auf Melone. Ausdauer ist im Keller. Also ich finde, wir haben viel zu viele Tiere, ne? Also es ist so ein bisschen Überpopulation. Was? Wir sind erst so weit gelaufen? Oh Gott, das dauert ja noch 100 Jahre, bis wir da sind. Ja, fliegen könnten wir mit F2, aber ich will nicht. Ich will nicht fliegen. Ich will das alles aus eigener Hand schaffen. Selbst mit Gerüsten, wenn man was Großes baut und sowas. Das ist halt schon wichtig. Weil das halt das Gameplay ist, ne? So. Die Wolle nehmen wir mit. Na, wer hat denn hier einen Baum gefällt? Warum? Vor allen Dingen habe ich hier einen Baum gefällt. Was Tierhaltung betrifft, würde ich mich auch noch mega freuen in dem Spiel. Wenn man hier noch richtig Tiere halten könnte. Es gibt Mods dafür, ich weiß, aber mit Mods lasse ich es lieber sein, sonst zerschieße ich mir das Spiel und da habe ich keinen Bock drauf. Das Loch des Grauens, das Wolfram drin gewesen. Habe ich so im Augenwinkel schon gesehen. Ich gehe mal ein bisschen weiter hier rum, weil vielleicht entdecken wir ja noch was. Vielleicht eine Hütte mit coole Klamotten drin oder so. Naja, ist ja klar, es regnet. Na, guck mal, hier haben wir schon mal Essen. Vielleicht auch noch ein Apfelbaumsetzling. Das nicht zu verachten ist. Ja, da war ein Setzling, ich habe ihn gesehen. Das Holz interessiert mich gerade nicht. Boah, krass, wie schnell. Zwei Setzlinge, geil. Drei Setzlinge. Auch was wegen. Boah, ich sehe gar nicht. Also total schlechte Sicht gerade. Auf zum Meer, ne? Boah. Dann wird es in der Wüste und was ist Regen? Das gibt's doch nicht. Hätten sie schon Pappeln? Ich glaube, Pappelsetzlinge haben wir gar. Ach, guck mal, ob ich sie gefunden habe. Sensemann muss raus. Das Katana behalte ich mal lieber. Sicherheitshalber da. Hanfsetzlinge, zwei Stück. Oh nein, Inventar voll. Ah, doch, die habe ich noch bekommen. Gott sei Dank. Werfen wir das mal raus hier. Braucht keine Sau. Ein Stoff niemals, den werfe ich nicht raus. Billerrahmen. Die Apfelsetzlinge behalte ich natürlich. Dann wollen wir mal gucken, ob ich hier eine Pappel mitnehmen kann. Chilis. Fünf Chilischoten und ja gut, super. Da ist ein Setzling. Ein Pappelsetzling. Sehr schön. Also Augen auf, vielleicht finden wir ja noch eine geile Hütte. Was ist das? Ein Bär und ein. Oh. Stimmt, die habe ich ganz vergessen schon wieder. Sehr gefährliches Loch. Nochmal ein bisschen Hanf. Okay, und was können wir mitnehmen? Sitzlinge. Inventar ist voll. Ja, ist ja egal. Och, guck mal. Eine Hütte und eine Giraffe gefunden. Perfekt. Hier in der Wüste regnet es. Also, wir sind ja nicht in der Wüste, wir sind in der Steppe. Hallo. Willst du mich töten? Deine Schnitte, du blödes Vieh. Bandagen? Was bist du? Ein Rehfell? Scheiße. Aber bist du ein Uralt? Uralt. Oh, guck mal, was hier drin war. Was für ein. Ich glaube, wir haben ein Tier an der Hacken. Oh, man kann mit rechts noch einen Powerschlag machen oder sowas. Ich würde ja eure Felle mitnehmen, aber ich lasse es jetzt sein. Oh, hier ist auch richtig was los. Ich fühle mich so unzerstörbar. Ich will doch nur einen Kamel. Das sind schon 30 Minuten Video wieder. Mann! Wow!
glaube, ich blute, oder? Alter, was ist denn hier los? Ich will nur ein Kamel, Mann. Boah, was haben die denn für ein Akku-Radius, ey? Scheiße. Was down hier, ey? Ist blutig. Blutung gestoppt. Äpfel in den Wams, du bist aber vorsichtiger. Da sehe ich schon da so einen Schwanz von so einem blöden Tiger. Ja, ein bisschen übertrieben viele Viecher, ne? Eigentlich sollte es hier nicht regnen, oder? Das sind die Palmen und da finde ich auch Kamele. Wow! Scheiße, es sind viel zu viele. Was soll denn das? Blüte schon wieder? Oh Gott. Wunde geheilt. Boah, guck mal, da sind drei. Ich glaube, da war noch ein Schwänzchen dahinter. Oh. Ich will nur eine Giraffe. Nee, gar nicht, ein Kamel. Richtig gefährlich. Ein Wasserbeutel. Oh, Dynamit. Geil. Armbrust, die kann hier bleiben. Sie haben ja mehrere Seiten, aber sind immer leer, die zweiten. Habe ich noch Platz für eine Kiste? Nein. Ich habe auch nichts mehr zu essen, ne? Chili-Schoten doch noch, vier Äpfel. Ich hätte gedacht, dass das so ein Abenteuer ist, da hinzulaufen. Sind über viel. Palme? Palme ist gut. Dann kommt Sand. Irgendwann. Ach, ich kann nicht über die Berge gucken. Da ist ja so ein Dorotiger, das Sand. Das ist einer meiner Lieblingslieder von Rising World. Beine in der Hand. Papier haben wir ja ein bisschen. Da bist du. Du bist das Kamel, mein Freund. Mein Gott, haben wir schlechtes Wetter hier in der Wüste. Das ist eine Pflanze, mit der kann man noch gar nichts anstellen. Ich dachte, ich habe den weggebummelt. Okay. Mein erster Ritt auf ein Kamel. Reitet sich wie ein Pferd, logisch. Soll es auch anders machen. Es wird so fantastisch aussehen bei uns zu Hause. Das war gefährlich zu holen. Ey, tote Tiger. Keine Schnitte, bloß Vieh. Mann, was ist das für ein Scheißwetter denn? Was macht das Bild immer so pixelig? Zitronenbaum. Tiere verfolgen mich ja, ey. Esel! Ich hoffe, die hören auf, mich zu jagen. Ich bin gleich down. Das ist nicht euer Biom. Ihr habt hier nichts zu suchen. Nein, die verfolgen mich durch. Oh, das kann doch nicht sein. Boah, ist das ein Wetter? Was ist denn hier los, ey? Was ist denn Weltuntergang oder was? Ich glaube, ich reite richtig. Ich kann jetzt nicht stehen bleiben. Ich wollte den Zitronenbaum haben. Ich wollte mir den Esel angucken. Der hört nie auf. Den kriege ich ja down. Ist ja kein Problem. Aber nicht, dass er mein Kamelchen platt macht jetzt. War der ganze Weg für den Arsch. Aber von der Welt her aufbauen, klappt alles gerade. Also ich hab's gesagt. Also weit war das doch gar nicht. Wir werden jetzt das Ding mal los. Ich muss... Ist weg. Folgt mich doch nicht unendlich.
Oh. Leicht am Ziel vorbeigeschossen. Hinter den Bergen wohnen wir. So, jetzt könnte ruhig die Sonne mal wieder rauskommen. Aber warum habe ich in Spiele immer so ein Pech? Oh, Bär. Oh nein. Ich will nur ein Kamel mit nach Hause kriegen, Mann. Ich laufe immer noch falsch. Weiter in der Richtung. Das sind ganz neue Gebiete, hier waren wir noch nie. Oh, nein, 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 nein. Das wird sowas von nach hinten losgehen. Ich werde sowas von keinen Kamel haben gleich. Auf jeden Fall sieht es voll geil aus. Welt lädt nicht mehr. Mann, das finde ich so ätzend an Rising World, ne? Dass der Bär mir hinterherkommt. Ich kann ihn nach hinten gucken, der dreht ihm den Kopf nach oben. Oh, jetzt hört es auf zu regnen, wunderbar. Nur weil ich falsch gelaufen bin. Hier ist ja alles in Ordnung in dem Bereich. Naja, haben wir die Welt ein bisschen aufgedeckt, warum auch nicht? So, safe. Kommt uns alles wieder bekannter vor. Nicht? So. Aber dass sich hier nicht viel bewegen. Oh, das ist noch ein Hähnchen. Also das ist es mir wert. Für die Produktion. Der Kühlschrank. Jetzt nebelt das wie die Hölle. Also, ernsthaft. Kann man in Rising World wieder schönes Wetter geben? So, sind wir eigentlich in Gefilde, wo wir eigentlich... müssen uns eigentlich gut auskennen. Wenn man mal ein bisschen weiter gucken könnte. Und das Kamel dann doch noch nach Hause bekommen. Das wäre wunderschön. Ohne Map würdest du das hier nie wiederfinden. Kannst du machen, was du willst. Die Orientierung verloren. Wir sind fast da. Also ich will in der Folge wenigstens das Kamel zu Hause wissen. Das ist wichtig. Und dann brauchen wir noch einen Esel. Also Kamele holen ist schon echt hardcore, muss ich sagen. Die Tigerattacken waren schon etwas heftig viel. Aber wir haben es mit Apple ja ein bisschen über Wasser gehalten. Sehe ich Feuer. Hier, wir sind zu Hause. Ja, toll, das kann mir natürlich keine Box. Aber so sieht das Ganze aus. Boah, ist das groß. Was ist das denn? So. 4 Reittiere besitzen wir mittlerweile. Nicht schlecht. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.